Die Bronchitis ist eines der häufigsten Krankheitsbilder der Atemwege. Der Betroffene leidet unter Auswurf und starkem Husten. Wie ihr eine akute Bronchitis wieder loswerdet bzw. ihr vorbeugen könnt, erfahrt ihr jetzt. Die Bronchien gehören zu den unteren Atemwegen. Eingeatmete Luft strömt durch Nase und Mund in die Luftröhre, die sich im Brustkorb in zwei Hauptbronchien fortsetzt. Über die Hauptbronchien gelangt die Luft in den rechten und linken Lungenflügel. Wenn die Schleimhaut im Bereich der Bronchien und ihrer Verästelungen entzündet ist, spricht der Mediziner von einer Bronchitis. Die häufigsten Auslöser sind Viren, zum Beispiel Influenza-, Rhino- und Adenoviren. Seltener sind Bakterien und Pilze die Ursache. Per Tröpfchen- und Schmierinfektionen gelangen die Erreger in den Körper, zum Beispiel durch Niesen, Husten oder über die Hände. Leichtes Spiel haben die Keime besonders dann, wenn die Schleimhäute bereits geschädigt sind, zum Beispiel durch Allergene, Tabakrauch, Abgase oder kalte Luft. Zu den klassischen Symptomen einer akuten Bronchitis zählen grippeähnliche Beschwerden wie Kopf-, Glieder- und Halsschmerzen, Müdigkeit, Schnupfen und Fieber. Typischerweise tritt vor allem nachts und morgens ein trockener Husten mit Schmerzen im Brustkorb auf. Nach einigen Tagen kommt ein schleimiger Auswurf hinzu. Die Symptome klingen in der Regel nach etwa 10 Tagen wieder ab. In manchen Fällen kann die Bronchitis aber auch chronisch werden oder Komplikationen wie zum Beispiel eine Lungenentzündung nach sich ziehen. Bei Auftreten von entsprechenden Symptomen ist ein Arzt aufzusuchen. Je nach Erreger und Beschwerden können dann unter anderem fiebersenkende, hustenstillende und schleimlösende Mittel und eventuell auch Antibiotika eingesetzt werden. Generell ist es wichtig, ausreichend zu trinken. Vor allem Wasser und Tee mit Ingwer, Salbei und Holunder helfen, den Husten loszuwerden. Auch Dampfinhalationen mit Kochsalzlösung und Kamille sowie warme Brust- und Wadenwickel können die Beschwerden lindern. Außerdem sollte man sich warm halten und ausruhen. Um einer Bronchitis vorzubeugen, sollte man sein Immunsystem stärken, indem man auf eine gesunde Lebensführung, ausgewogene Ernährung und regelmäßige körperliche Betätigung achtet. Natürlich ersetzt der Besuch bei YouTube nicht den Besuch beim Arzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt. Den Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Gute Besserung und bleibt gesund!